Freunde. Es gab eine sehr allgemeine Frage und die hieß, wie er funktioniert ein Pelletofen. Wir versuchen das mal an diesem Exemplar, das ist jetzt ein MCZ Ego Air, exemplarisch irgendwie darzustellen. Es ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach zu sagen, was genau passieren für Dinge in der Steuerung im Ofen selbst. Ich versuche es so detailgetreu wie möglich nachzuerzählen. Ich kann aber natürlich ins Steuerplatinen etc. weiß ich nicht, was da genau passiert. Erstmal ist ganz wichtig, man braucht einen Tank oder Pelletofen. Wir filmen da jetzt mal kurz rein. Ja, das ist der Pellettank. Und logischerweise muss der gefüllt sein. Sonst funktioniert gar kein Pelletofen. Darüber holt er sich die Pellets, und zwar über eine Schnecke. Man sieht hinten in der Rückwand die Öffnung. Es ist eine Schnecke, in dem Fall ist es eine permanent laufende Schnecke, das heißt, die ist nicht getaktet, hört also nicht auf zu drehen und fängt wieder an, sondern die läuft durch, nur die Geschwindigkeit wird geändert. Dadurch hat man auch nicht diese Anlaufgeräusche der Pelletschnecke, hört man eigentlich überhaupt nicht. Ja, wenn der Pellettank leer ist, hat man mal beim Anlaufen, also wenn das Gerät angeht, dieses Geräusch, aber das ist eben einmal ganz kurz. So, dann schaltet man den einfach mal an. In dem Fall mache ich es jetzt über das Bedienfeld. Wenn er nochmal zünden will, jetzt zündet er. Jetzt hört er ein Geräusch, jetzt wird im Wesentlichen einmal Luft durch den Ofen gesaugt. Ja, Abgase, alles was da so drin ist und frische Luft dazu. Die Lüfter laufen an und es gibt so die ersten Systemchecks. Das heißt, Abgasmassenfühler muss erreichbar sein, das Gerät an sich muss logischerweise keine Fehlermeldung ausgeben, die Pellets alle oder Abgasweg versperrt oder sonst was. Und jetzt fängt er schon an und schmeißt hinten aus der Öffnung, sieht man, die Pellets raus. Das heißt, die Schnecke hat schon angefangen zu drehen und die läuft halt permanent. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie so ein einarmiger Bandit. Ja? Das wird auch leiser, so wie man die Flamme hat, hört man das nicht mehr wirklich doll. Je nachdem, wie breit die Schale ist, brennt dann logischerweise auch das Feuer. Der schmeißt es jetzt also rein. Gleichzeitig wird eine Glühkerze, in dem Fall ist das eine Stahlglühkerze, es gibt die auch aus Keramik, dann halten die ein bisschen länger, wird auf Temperatur gebracht, etwa 900 Grad, und dann wird um die Glühkerze Luft gespült. Und die entzündet am Ende das Feuer, oder die Pellets. Wichtig beim Pellets nochmal, ich hole mal einen raus, und einen kriege. Pellets an sich sind sehr klein. Ne? Man sieht ja, wenn man jetzt ein Holzstück hätte, sehr, sehr klein. Beim Pellet ist es so, der würde alleine, wenn ich jetzt ein Feuerzeug dran halte, ein bisschen klimmen, vielleicht auch mal eine kleine Flamme bilden, so wie ich das Feuerzeug wegmache, wäre es vorbei, es würde nicht alleine brennen können. Das liegt daran, dass die Oberfläche relativ kompakt ist und sehr, sehr hart gepresst wurde. Ja, es kommt also kein Sauerstoff dazwischen, wo dann eben eine Flamme sich bilden könnte. Wichtig, wenn ihr Pellets kauft, zum ersten Mal, heute ist es kein großes Problem mehr, früher war es immer ein großes Problem, dass die Pelletqualität nicht hingehauen hat, heute sehr selten. Aber prüft es dadurch, wenn ihr einfach ein Glas Wasser mitnehmt oder ein Schälchen oder was, schmeißt mal den Pellet da rein. Wenn der Pellet untergeht, dann ist es ein guter Pellet, hört sich paradox an, aber ist so, weil der Pellet die Ligninschicht, die beim Pressen der Pellets drumherum sich gebildet, lässt es nicht zu, dass der quasi oben schwimmt, sondern der geht unter wie ein Stein. Dann ist es gut. Wenn er oben schwimmt, dann hat er keine großartige Ligninschicht, ist von der Struktur auch so, dass der in kürzester Zeit in dem Wasser sich auflösen wird und also zu Sägemehl wird, mehr oder weniger. Dann hat er auch keine Struktur, die im Feuerraum irgendwie Bestand hätte und die Energieabgabe ist gering. Deswegen, das könnt ihr beachten und dann macht ihr einfach eins, ihr kauft immer wieder beim gleichen Händler. So, jetzt hat er schon angefangen zu zünden, man sieht es da unten. Hier steht es auf manuell 3, ich stelle ihn mal runter auf manuell 1. Ja, man sieht also, jetzt kommt eine gewisse kleine Flamme zustande und man sieht auch schon, wie hektisch die wird. Das liegt einfach daran, dass Luft beigemischt wird und die Luft entzündet. Das ist wie wenn ihr jetzt im Lagerfeuer ein Röhrchen nehmen würdet und pustet. Ja? Das macht der Pelletofen jetzt an der Stelle logischerweise auch. Man sieht auch eine gewisse Rauchgasmenge. Und der Pelletofen ist jetzt eigentlich an. Jetzt kann man
anfangen, könnte man anfangen, den zu steuern. Hier ist ein Bedienfeld jetzt. Man hat es heutzutage auch mit Fernbedienung bzw. mit Handys. Also das Teil reagiert jetzt beispielsweise könnte gekoppelt werden mit dem Smartphone. Dann kann ich den entsprechend steuern. Ansonsten habe ich halt hier meinen Modus, den ich auswählen kann. Ich habe jetzt mal auf Automatik gestellt. Automatik, 24 Grad soll er machen. Der misst aber dann hier am Gerät. Ja, man kann auch noch einen Messfühler irgendwo im Raum einbauen und kann die miteinander kombinieren. Man kann die von unterwegs steuern. Das heißt, ich kann halt Smartphone das Gerät einfach an- und ausmachen oder eben Zeitvorgaben machen. Programme hier programmieren. Wie beim normalen Gerät, typisch für den Pelletofen ist, der fährt erstmal komplett hoch. Also ich habe erstmal beim Anmachen komplett Stufe 5, voller Abbrand, und dann fährt er zurück. Er speichert sich die Abbrände, das heißt, es wird immer geprüft in einem Halbstundenintervall. Das ist jetzt bei MCZ-Öfen so, das ist nicht bei jedem Hersteller. Und dann wird geguckt, ob es nicht einen besseren Weg gibt, den Wunsch des Kunden, also den Sollwert, zu erreichen, weil im vorherigen Abbrand sich gezeigt hat, dass ein bestimmter Parameter besser funktioniert als der andere und so weiter. Das heißt, es ist ein selbstlernendes System und das macht es dann schon sehr effizient am Ende. Der arbeitet halt nicht wie Kaminofen einfach das durch, was da im Feuerraum ist, sondern er guckt natürlich möglichst verbrauchsarm. Man kann immer hingehen und kann anfangen, die Pelletzufuhrmenge und auch die Luftmenge zu ändern. Man kann den Zündmoment ändern, also wann der zündet. Alles ist möglich. Man muss halt immer nur gucken, dass die Einstellungen dann immer auch eine Auswirkung haben. Und gerade wenn die Pelletzufuhrmenge geändert wird, hat das meistens natürlich was mit dem Verbrauch zu tun. Ich habe heißeren Abbrand, schnelleren Abbrand, es ist einfach eine schönere Flamme auch, aber es ist eben auch mehr Verbrauch und das muss einem bewusst sein. Ansonsten ist so ein Pelletofen, sieht man jetzt nichts, wo ich empfehle, mit einem Glas Wein die Allerliebste anzubeten. Das ist in der Regel nicht so richtig die Flamme dafür, ne? Das passt irgendwie nicht. Das ist ein bisschen jetartig. Aber dafür sind die Geräte in der Bedienung nicht zu schlagen und auch in der Effizienz nicht. Ihr könnt halt, wie gesagt, halbe Stunde bevor ihr aus dem Büro losfahrt, sagt er dem Gerät, geh an. Das macht er logischerweise und ihr kommt nach Hause und es ist warm, obwohl ihr den ganzen Tag die Heizung aushaltet. Das hat schon was. Und ihr seid ein bisschen unabhängig. So ein Pelletank, das vielleicht auch noch hält, je nach Raumsituation, ja, ungefähr 2 bis 4 Tage. Und natürlich eine Außentemperatur. Wenn es draußen Minusgrade wird, dann ist auch mal an einem Tag leer gelutscht. Und man muss halt gucken, dass man den Pelletank regelmäßig füllt. Man kann auch Messsensoren einbauen, noch auch. Der würde einen dann warnen, wenn ein bestimmter Sollwert unterschritten ist und ich nachlegen muss oder nachschütten muss vielmehr. Und dann ist das gut. Feuerraum macht ja nicht auf. Ich kann jetzt also auch im vollen Abbrand Pellets reinschütten, ist überhaupt kein Problem. Muss ich auch eigentlich, sonst würde er in Not ausgehen, wenn er keine Pellets mehr hat. Und dann hat man ein sehr, sehr effizientes Heizgerät. Und ich hoffe, die Funktion jetzt auch einigermaßen so gebracht zu haben. Man hört ihn kaum, denke ich. Jetzt fährt er auch runter. Ja, also sprich, jetzt ist das Gebläse aus. Das Gebläse an sich ist nicht wirklich laut. Man hört es nicht wirklich. Wenn wir mal ganz still sind jetzt. Das ist das Geräusch und da sind jetzt noch die Ausdehnungsgeräusche dabei, weil das Material jetzt wieder erwärmt wird. So wie das auch warm ist, sind die Ausdehnungsgeräusche noch weg und dann ist so ein Gerät nicht hörbar im Alltag, aus meiner Sicht zumindest. Gut, wenn es Fragen gibt, dann fragt. Schreibt bitte unten in die Kommentare. Hier beim Pelletofen gibt es mit Sicherheit ein paar Details, die der eine oder andere wissen will. Beantworten wir gerne. Mal lasst ein Like da und abonniert bitte den Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.